Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Produktvergleich von OKM 3D. Heute testen wir den Zautrax M200 im Vergleich zum Ultimaker 2. Dazu haben wir eine Vorlage gewählt, die bei beiden Maschinen die Bauräume fast zu 100% ausfüllt. Es ist eine Lampenfassung mit den Abmessungen 20x20x18 cm, was ziemlich genau der komplette Bauraum des Zautrax M200 ist. Beim Ultimaker 2 wäre hier dann noch etwas Luft. Grundsätzlich vom Aufbau die Maschinen relativ ähnlich. Beide haben eine beheizte Buildplate, wobei hier der große Unterschied beim Zautrax liegt, dass er eine perforierte Platte hat. Somit kann hier die erste Schicht des Rafts in die kleinen Löcher hier eindringen und verbindet sich somit sehr gut mit der Platte. Somit fällt auch das Verkleben mit zum Beispiel Blue Tape oder Kapton Tape beim Zautrax M200 weg. Dafür muss man eben ab und zu mal die Platte tauschen. Beim Ultimaker haben wir entweder Blue Tape oder eben einen Prittstift, den wir verwenden zur Beschichtung der Platte. Das funktioniert ganz gut. Ist auch, denke ich mal, der Standard. Allerdings kann es natürlich sein, dass gerade wenn wir mit ABS drucken, wie jetzt, dass sich dann mal ein Objekt von der Platte löst, eben durch die Spannung im Material selbst. Der Zautrax M200 hat weiter noch eine automatische Plattenkalibration. Das heißt, er kann anhand eines elektrischen Widerstandes die Entfernung der Nozzle zur Platte exakt bestimmen und kalibriert sich vor jedem Druck somit selbst neu. Somit haben wir immer hier höchste Qualität. Beim Ultimaker muss ich da anfangs zwar mit einem Blatt Papier etwas nachhelfen und das quasi von Hand kalibrieren, aber dafür bleibt die Maschine dann sehr lange auf einem sehr hohen Niveau. Man muss also nicht allzu oft nachkalibrieren. Ja, wir drucken bei beiden Maschinen mit neutralen ABS, um einfach mal das besser vergleichbar zu machen. Der Zautrax hat sich inzwischen schon kalibriert und druckt bereits. Fängt mit dem Raft an. Beim Zautrax muss ich nämlich dank der perforierten Platte immer einen Raft drucken. Da führt kein Weg dran vorbei. Beim Ultimaker könnte ich mir das ja aussuchen. Also da gebe ich in Cura einfach vor, ob ich entweder gar nichts unten drunter drucken möchte oder ein Brim oder ein Raft. Da bin ich etwas flexibler. Der Zautrax verwendet 1,75 mm Filament. Beim Ultimaker sind es die 2,85 mm. Wir drucken beim Zautrax eigentlich immer mit Original Zautrax Filament. Hier nur ABS oder HIPS. Er kann kein PLA drucken, daher ist die Auswahl etwas beschränkter als jetzt zum Beispiel beim Ultimaker, der auch PLA drucken kann. Aber für viele ist ja gerade ABS das interessantere Material. Die Druckdauer soll laut Cura 32 Stunden betragen, laut Z-Suite, der Software des Zautrax, 27 Stunden. Wobei, da gehe ich davon aus, dass sich beide relativ aneinander annähern werden, dass beide so circa 30 Stunden für den Druckjob brauchen werden. Wie gesagt, er füllt fast die komplette Platte aus, ist allerdings innen hohl, ist ein Lampenschirm. Wir werden einfach alle 2-3 Stunden mal reinschauen und den aktuellen Verlauf beobachten. Und dann werden wir am Schluss sehen, welche der Systeme das bessere Ergebnis abgeliefert hat. Hier sehen wir aktuell, wie beim Zautrax M200 der RAF gedruckt wird. Das ist bei der Maschine besonders wichtig, da er eben diese perforierte Buildplate hat. Die Maschine arbeitet sehr leise, wie man hört. Ansonsten, dank der doppelt geführten Achsen, haben wir hier auch eine sehr hohe Stabilität, sehr hohe Qualität. Die Maschine wirkt an sich sehr wertig. Also ich bin bisher sehr zufrieden mit dem System, aber wir werden das am Schluss dann nochmal beurteilen, wenn wir die zwei Drucke dann vorliegen haben. Auch beim Ultimaker wird aktuell der RAF gedruckt. Hier von der Geschwindigkeit her deutlich langsamer, wie man sieht, aber solange das Ganze gut dann an der Platte haftet, soll mir das ganz recht sein. In beiden Fällen drucken wir mit neutralem ABS. Das heißt, hier würde tatsächlich die Gefahr
naheliegen, dass sich die Objekte von der Platte wieder lösen. Aber wir hoffen, dass wir mit Hilfe eben hier mit dem Blue Tape und beim Zortrax eben dank der perforierten Platte und des Rafts hier sehr stabile Objekte haben, dass wir das in einem Stück schön durchdrucken können, ohne Probleme. Der Ultimaker ist minimal lauter als der Zortrax, aber wirklich nur minimal. Das liegt aber mehr an den Lüftergeräuschen. Nicht jetzt an der eigentlichen Mechanik, sondern mehr an den Lüftergeräuschen. Hier fällt auch nur auf, dass er hier nur eine Führung hat für die jeweilige Achse. Muss aber jetzt auch kein Nachteil sein. So, nun sind 3 Stunden vorbei. Man kann schon deutliche Fortschritte erkennen. Das Objekt ist noch sehr gut an der Platte. Auch dank der vorteilhaften Form und dank des Rafts haftet es hier sehr gut. Man kann auch erkennen, dass nur sehr wenig Fadenbildung vorliegt. Also gerade vorne in diesem Bereich ist das Objekt geöffnet, also immer an diesen Ecken. Und da kann ich bisher noch keine Fäden erkennen. Das heißt, die Maschine druckt das wirklich ganz gut. Was wir gleich im Vergleich zum Ultimaker sehen werden, dass die Geschwindigkeit, die die Maschine hier nutzt, deutlich geringer ist. Ansonsten hier haben wir 2, 3 unsaubere Stellen, wo ein Stück Faden weghängt. Das kann man aber, wie man sieht, hier relativ leicht entfernen. Das war einfach ein Stück nachgeflossenes Filament, das sich nicht wirklich mit dem Objekt verbunden hat, sondern einfach nur anhaftet. Ja, dann schauen wir doch nochmal zum Ultimaker. Beim Ultimaker ist nun leider zu erkennen, dass sich das Objekt wohl tatsächlich von der Platte gelöst hat. Oder? Ja. Hat sich leider von der Platte gelöst. Das werden wir dann nochmal neu anstoßen. Grundsätzlich ist hier aber zu erkennen, dass der Ultimaker eine deutlich höhere Geschwindigkeit an den Tag legt. Aber trotzdem rein vom geschaffenen Bauvolumen der Zortrax schneller ist. Ich bin nicht ganz sicher, warum er diese Teile so schnell fährt. Ich befürchte, das wirkt sich auch negativ auf die Qualität aus. Bisher sieht es zwar ganz ordentlich aus, aber hier und da kann man schon erkennen, dass ein paar Fäden gezogen wurden. Gerade das, was ich beim Zortrax gerade lobend erwähnt habe, dass in diesem vorderen Bereich an den Spitzen hier keine Fäden... Oh ja, das ist komplett locker. Keine Fäden drin sind, sondern dass es dadurch sauber ist. Das hat man hier eben nicht. Auch bedingt natürlich durch den Bodenextruder, der das Filament von hinten her schiebt. Dadurch ist der Kopf zwar leichter, aber dafür ist der Weg, den das Filament zurücklegen muss, einfach weiter. Beim Zortrax ist es direkt über den Extruder, somit der kürzeste Weg, den man sich vorstellen kann. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen das jetzt hier mal abbrechen. Weil, wie man gleich sehen wird, sich das Ganze wunderbar von der Platte gelöst hat. Das ist eben die Gefahr eben bei ABS, dass das Ganze sich entsprechend verzieht und dadurch sich eben von der Platte löst. Der Raft lässt sich aber sehr schön lösen. Auch an sich sehr stabil, aber hier doch die ein oder andere Fadenbildung und auch in diesem Bereich. Ja, aber dann stoßen wir das eben nochmal an und gucken mal, ob es beim zweiten Mal erfolgreicher sein wird. Leider löst sich nun der Druck erneut beim Ultimaker 2, deswegen brechen wir auch hier wieder ab und steigen um auf PLA, weil selbst wenn wir jetzt dieses Blue Tape durch Prittshift und eben die reine Glasplatte ersetzen würden, ist wahrscheinlich das Objekt zu komplex,
oder die Form zu anfällig eben für dieses Ablösen von der Platte. Daher steigen wir nun um auf PLA. So, es sind nun einige Stunden vorbei. Wie man sieht, haben beide Drucker gute Fortschritte gemacht. Beim Ultimaker haben wir inzwischen auf PLA gewechselt. Somit ist die Haftung nun auch gegeben an der Platte. Das funktioniert einwandfrei. Er holt auch langsam auf. Und beim Zortrax M200 erkennt man, dass er wirklich sehr sauber arbeitet. Zwar jetzt von den Bewegungsabläufen nicht so schnell wie der Ultimaker, aber dafür kontinuierlich und relativ präzise. Oberfläche ist sehr gut, sehr glatt. Man erkennt auch keine Fadenbildung, also das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr sauber gedruckt. Aber auch beim Ultimaker sieht es inzwischen sehr ordentlich aus. Aber wie gesagt, da sind wir auch auf PLA umgestiegen, um es der Maschine etwas einfacher zu machen. Ja, dann warten wir ab. Der Zortrax ist inzwischen bei 41%, das heißt, es fehlen noch 59. Und hier sind wir ungefähr auch bei 40%, vielleicht etwas weniger. Und laut Berechnung, ja, verbleibende Stunden, geht er inzwischen runter auf. Ja, gut, das funktioniert wohl nicht. Ist er im Moment auf 0 Stunden runter und fängt wieder bei 60 Stunden übrig an. Da müssen wir einfach abwarten, aber ich schätze mal, er wird noch 4-5 Stunden eben länger brauchen als der M200, weil wir eben diese zwei Fehldrucke hatten.